Moin, moin, meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante Zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich darf begrüßen an meiner Seite den lieben Manu. Aloha. Gut, dass ihr nicht immer seht, wie ich mit meinen Händen hier rumwedel. Ich zeige immer nach rechts, sag an meiner Seite den Manu. Und im Hintergrund sind sie den sozialen Wohnungsbau. In? Leipzig. In Leipzig. Leipzig ist eine neue Stadt bei uns hier auf der Karte. Mit dem Bürgermeister Nachteule. Und hier haben wir richtig viel zu tun. Eigentlich hatten wir uns noch überlegt, ob wir uns hier noch die Ölquelle retten. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht. Wir müssen einen Pause-Modus machen. Nee, das möchte ich aber nicht. Apropos Pause. Sehr gute Einleitung von mir. Ich habe da mal drei Groschen in die Uhr geschmissen. Du könntest, glaube ich, jetzt wieder auf ein Viertel voraus. Haben wir. Das heißt, die Zeit schreitet jetzt mal wieder weiter voran. Das Datum geht weiter. Sehr gut. So, wir haben jetzt hier ein bisschen was umzuarbeiten. Die Vorlagen des Bürgermeisters sind human, sind umzusetzen. Wir müssen ja, gucken, ich weiß zwar noch nicht, wie du links zwischen die zwei Straßen einen 18-gleisigen Bahnhof reinkriegst, aber viel Glück. Ja, warte. Gebäude, Bahnhof, Gleise, Kreuz, 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 16 hatten wir. Links zwischen die beiden, hier so zwischen, Leute, das. Nein, war natürlich Spaß. Wir wollen hier einen 6-gleisigen Bahnhof zwischen clustern, sodass wir hier voll im Zentrum mit dem Bahnhof sind. Das heißt, diese Straße wird enteignet. Diese Straße wird enteignet. Und alle anderen, die da jetzt anliegend sind, auch. Das heißt, wir müssen auch die Hauptverkehrsstraße trennen. Da müssen wir jetzt gucken, ist eine Hauptverbindung. Ist eine Hauptverbindung, müssen wir natürlich vorher eine Umgehung bauen. Oh. Möglichst Sandpiste, bitte. 30-Zone? Nee, also wenn, dann Sandstraße. So, wir machen das jetzt einfach mal völlig herzlos, schmerzlos. Hier so ein bisschen rum. Guck mal. Wunderbar. Und dann gehen wir da ran. So. Das hätten wir schon mal fertig, weil dann ist das nämlich keine Hauptverkehrsstraße mehr. Und wir können sie abreißen. Reiß, reiß, reiß. Zack, schwuppdiwupp. Hat keiner gesehen, wie die Straße früher war. Das haben wir hier, Alter, haben wir aber gut angebaut, ne? Sieht aus, als wenn es so gehören würde. Mhm. Gut, Bahnhof. Jetzt passt der Bahnhof hier natürlich wunderbar rein. Wollen wir noch einen weiter reingehen? Nee. Nein, wir gehen da rein. Nein, da ran. Wir wollen ja ein bisschen Stadtverkehr haben. Genau, das heißt, wir gehen jetzt hier ran und dann gucken wir, dass es links und rechts ungefähr gleich weit weg ist. Gerade ist vor allem. Stimmt, das ist gerade. Müsste eigentlich, ne? Ich guck mal, zielen. Weiter rechts. Nee, aber eine weiter nach links ist auch verkehrt. Das ist schon so. Das Passendste, was wir haben. Gut. Jetzt nochmal mittig. So ungefähr. Rums die Bums reingesetzt. Ich kann das natürlich gleich mal gucken. Verschiedenes. Treppe. Kriegen wir da noch was hier chinscht? Boah. Was soll ich dazu noch sagen? Außer, so haben wir das geplant. Einsteigen und hinsetzen, bitte. Nächster Halt, Kantonpolis. Vielen Dank, Sascha, für dein Follow auf Twitch. So, dann lassen wir das erstmal so. Es war ja der Wunsch, dass wir eine Ringstraße bauen, ne? Ja. Jetzt ist natürlich eine Ringstraße vierspurig. Könnten wir es natürlich außen rum bauen, bringt aber nichts. Weil dann müssten wir wieder über Gleise und
Bahnübergänge sind uns ja verboten in der Stadt. Würde uns natürlich ausbremsen. Jetzt haben wir hier so einen tollen Hügel, wo man natürlich wunderbar. Ich mache einfach mal erstmal eine glatte Fläche hier. So. Erstmal ausbetonieren. Ausbetonieren. Stabilisieren. Würde ich jetzt eher sagen. Ja, sieht jetzt doof aus. Ich weiß. Jetzt habe ich die Straße natürlich auch da vorne hingebaut, ne? Mhm. Manchmal bin ich auch ein bisschen voreilig. Schwierig, ja. Schwierig. Nee, diesmal nicht so, sondern so. So. Weil wir wollen das natürlich gleich so planen, dass es gleich auch richtig ordentlich funktioniert und so. Also zumindest würde ich das gerne erstmal ausprobieren. Also hier kommen wir ungefähr mit der Ringstraße an und dann wollen wir hier so. Sag mal, bis hierhin aufschütten. Ja, vielleicht noch einen Ticken weiter vorne. Von der Höhe her ist das gut. Und dann ziehen wir hier mal voll ein rüber. Und dann gucken wir mal, wie wir das hier mit hinkriegen. Ja, okay, das so nicht. Auf dem Bahnsteig wäre schon was. Wenn es gehen würde. Wäre schon was, sagt er. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus, ne? Ja. Ich baue es einfach mal. Wir probieren mal, was er jetzt macht, wenn wir jetzt weiterziehen. Einsteigen und hinsetzen, bitte. Nächster Halt, Kantopolis. Zu weit ziehen? Guck mal, ja. Das sieht doch schon gar nicht so verkehrt aus. Ja. Und dann schütten wir wieder auf. Und gehen, na, nicht so rapide runter. Vielleicht sollten wir schon vorher. Nee, wir müssen von da oben runtergehen. Also aufschütten. Ja, wir können da durchaus ein bisschen steiler runter. Machen wir noch anders. Machen wir noch anders. Straße. Gerade. Danke. Nee. Dann lieber Brücke. Dann lieber ein Stück Brücke dran. Nee. Willst du mit Brücke runtergehen oder? Zumindest ein Teil davon will ich Brücke nehmen. Wenn wir jetzt so runtergehen und den Rest dann ran, dann sieht das auch sauber aus. Aber wir wollten ja eh damit eine Ringstraße. Ja. Wollen wir den eckig bauen oder rund? Ring? Ring. Da kannst du da schräg, kannst du weiter. So eine extra Straße im Bogen. Das war dann auch meine. Ja. Meine Planung so ein bisschen so. Ja, finde ich auch sehr gut. Ja. Hier ein schönes Stück gerade. Muss ja jetzt nicht hier Eiertanz sein. Es soll ja im Grunde genommen, ist es dafür ja da, um die Innenstadt zu entlasten. Einer schnelleren Fahrt, ja. Genau. Oh, es wird ein Ei. Hast du schon mal einen Innenstadtring gesehen, außer in Brasilia, der rund ist? Nö. Ja, ich auch noch nicht. Guck mal, hier gehen wir jetzt schon einen Ticken hoch, aber das machen wir natürlich dann. Schade, ne? Das hätte ja auch klappen können. So mit Brückchen meinst du? Ja, warte mal. Wir könnten theoretisch. Weil es geht ja hier hoch. Brückenpfeiler, Kollision. Ja, Steinbrücke ist nicht.
Die könnte. Könnte oder die grüne? Die wird doof aussehen. Grüne mit dem Oberbau? Die oder die mit den Gittern oben? Mit den Gittern. Aber mir ist mal aufgefallen, die hat dieselbe Struktur wie die andere, wie die Straße. Stimmt, ja dann. Hat die nicht? Hat die nicht? Aber die. Dann nehmen wir sie doch, dann ist es halt eine ohne Pfeiler, was halt auch nicht schlimm ist auf die Kürze. Komm mal. Ja, ich will da nicht zu hoch rein, weißt du? Echt. Dann müssen wir da hinten hin. So, das passt. Und da müssen wir ran. Dann haben wir nämlich einen sauberen Übergang. Mhm. Und zack ist das Rondell fertig. Da dran könnte man ja jetzt die Fernstraße anschließen. Ja, da könnte man jetzt die Fernstraße, zumindest erst die erstmal Fernstraße, die wir im Moment haben. Also die, da wo dieser Knick in der Optik ist, oder? Wäre vielleicht besser weiter oben, da wo denn die ist. Den Linksschwenk hast, wo du deine eigentliche Straße vorhin abgerissen hast, dass man da gerade hochgeht. So, ja. Das ist ein bisschen steil, ich jetzt in die andere Richtung gemacht. Da müssen wir erstmal eine Umgehung bauen wieder. Wenn wir dann sauberen haben wollen. Fertig. So. Ja, und da hinten die Straße dann mit einer Seitenstraße anklemmen. Brücke. Meinst du hier oben oder was? Nee, da wo du jetzt gerade die grüne Brücke gebaut hast. Deine ja. Behelfsstraße. Da würde ich jetzt die noch anschließen. Ach, an die Straße ran. Ja. Mhm. Nur gucken, ne? Dann wollen wir dann natürlich eine Wulst bauen. Das heißt, wir müssen damit auch hier unten ran. Theoretisch. Aber warum nicht? Da, ne? Müssen sich die Leute immer noch entscheiden, ob sie rein oder rumfahren wollen. Ich gehe hier unten ran. Ja. So, und dann die Hauptstraße wieder weg, oder was? Ja, sonst fahren sie dir ja alle durch die Stadt durch. Oder du machst das reine Busstraße. Naja, könnte man machen, ne? Ist eigentlich gar nicht so verkehrt, die Idee. So. Zaubern, Busspur. Zack. Jetzt dürften sie da ja nicht mehr durchfahren. Ja. Gut. Das hätten wir jetzt erstmal fertig. Jetzt müssen wir natürlich einiges noch anderes erledigen. Wir wollen nämlich hier die Treibstoffraffinerie und die Ölraffinerie retten. Save the Ölraffinerie. Und zwar safe für uns. Also wir müssen sie quasi für uns sichern, dass sie dann nicht nochmal abgerissen wird und wir dann wieder anfangen müssen, sie zu, eine neue zu suchen. Halt ohne Busspur. Warum nicht mit? Auf der Autobahn? Hallo? Ja. Wer bist du? Krefeld, München, Wandelbuschwur ist nichts Ungewöhnliches. Ja, aber nicht in diesem Spiel.
Oder? Hast du noch nie eine Autobahn mit Busspur gebaut? Okay. Nee, haben wir noch nicht. Weil die KI damit nicht zurechtkommt. Ja, das gibt das reine blanke Chaos. Das ist richtig. Straße weg, Brücke drüber oder Autobahn auf Stelzen stellen? Ich habe gerade schon überlegt, ob wir nicht die Sägewerke aneinander klemmen. Ja. Ja. Dann noch ein Ticken weiter Richtung Stadt. Wir können ja nachher. Gab es hier nicht auch so Seitenwände? Lärmschutzwände? Aber leider ohne Funktion. Ach, das war das andere Spiel. Ja, City Skylines. Genau. Da gab es die Autobahn mit Seitenwand, ja. Schön um den Wald rum. Was denn? Schön um den Wald rum. Das Aufforstungsprogramm ist ja doch immer zu teuer. Oh, kann man sogar so bauen. So, jetzt haben wir die nämlich auch mal wieder angeschlossen. Das ist auch schön. So. Ja, da kommt ja die Straße dann vom Bauernhof für die Autobahn. Gäste, aufgrund einiger Startschwierigkeiten bleiben Sie in Kantopolis. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Da werden wir wahrscheinlich dann gleich die Autobahnabfahrt machen, ja. Weil wir da schön mittig durchgehen. Big Up und B, moin und vielen Dank für deinen Resub im 6. Monat. Halbes Jahr auch schon dabei. Wahnsinn. Ich ziehe eigentlich ungern so lange, aber wir haben so ein flaches Land, dass man hier wirklich einfach so lange Straßen ziehen kann. Einen auf A9 zwischen Kreuz Kopau und Berliner Ring. War das Goiditz oder war das Kopau? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin schon so ein paar Mal dran vorbeigefahren, aber naja. Hier bauen sich schon die ganzen Straßen wieder. Wieso bauen sie eigentlich immer nur kleine Straßen? Weil sie Geld sparen wollen. Da ist die Frage, wolltest du da nicht ein Kreuz als Anbindung für die Stadt hinmachen? Ich habe es auch schon gelesen, ja. Wollte ich das? Ja, du wolltest die Autobahn an die Stadt anschließen. Könnte man ja da das Kreuz setzen. Dann gerade mit dem Ring verbinden. Aber ich müsste... Bisschen groß, da wird wahrscheinlich nur ein kleines Kreuz hinpassen. Drei in klein. Ich glaube, ein klein geht nicht, ne? Ja, klein. Wegen der Höhen. Doch, ein klein geht. Ich glaube, das ganz groß ging nicht. Ja, stimmt, das ist ganz groß nicht. Weil der Kollision hatte. Ja, guck mal, das passt doch hier hin. Müssen wir. Oh. Entschuldigung. Was ist das denn? Ja, ich wollte Shift drücken und bin auf meine G-Tasten gekommen. Was hier hinsetzen. Ist natürlich sehr stadtnah, ne? Aber ich wüsste nicht, wo wir es sonst hinsetzen sollen. Ja, weil da hinten brauchst du es für die Bahnlinie, den Platz. Ja. Die Zuschauer haben aufgepasst. Skoiditzer Kreuz. A9. Skoiditzer Kreuz. Kreuz. Ja gut, dann kriegt halt Leitsch eine Bahnhofsunterführung mit Autobahntunnel.
Ja, da könnte man aber durchaus was Hübsches draus zaubern. Ja. Mit einem schönen flachen Niedergang und dann die Schienen mit einer schönen Brücke drüber. Ja. Das könnte also ich mir so eine vorstellen. Versenkte Autobahn. Ja, genau. Also das ist ja nicht so, dass wir hier irgendwas hinkleistern, sondern es wird mir ja nachgesagt, dass ich Zauberer bin. Ja, wie schon mal in einer Folge angekündigt, im Mittelalter hätte man dich der Hexerei beschuldigt. Wahrscheinlich, ja. Verbrannt. Wenn ich es bis dahin überstanden hätte, wäre ich auf jeden Fall verbrannt worden. Ja. Ja gut, mich hätten sie auch damals schon formatiert. Seit ihr. Über diese Sonder-ITler. So, jetzt müssen wir hier gleich einen Autobahnanschluss ransetzen. Dann hätten wir hier nämlich auch schon was fertig. Das wäre doch gut. Schöne zweispurige Brücke drüber. Dann jetzt hier ran. Absenken, absenken, absenken. Nein. Kurz scharf runter zu's, oder? So, erstmal neue Straßenanbindung. Ja, sehr gut. Haben wir nämlich mehr Laufzeit, ja. So, das ist ein bisschen hübscher. Und dann wieder die Ansätze einmal nochmal abreißen. Neu setzen. Sehr auch schön. Gleichmäßig. Ja, ist aber schon wieder Strand mit drin. Also ich. Irgendwas haben sie an den Übergang zu den. Zum Untergang drin, gemacht. Unteren Wasserschichten. Zum Untergang. Ja. So, gerade Straße. Wir auch sauber rauskommen. Und hier reißen wir die weg. Dann gehen wir hier in eine gekaufte. Zweispurige Straße. Schöner Ansatz. Achso, wir könnten ja wieder die Brücke direkt bauen, ne? Ja, erst die Brücke bauen. 1, 2, 3, 4 hoch. Hoppala. So doll sollte das auch wieder, nicht? Nee. Muss da gucken. Das heißt von hier ungefähr dahin. So, gucken wir uns jetzt nochmal die Brücken an. Das wäre eine Idee. Ja, in der Mitte der Pfeiler. Du wolltest doch mal wieder so eine Brücke, ne? Die würde da auch nicht schlecht aussehen, ja. Gut, guck mal, dann könnte man die Anschlüsse mit dem flachen machen. Mhm. Oh, neue Fahrzeuge. Ja, guck mal. Alter Schwede. Autotransportanhänger, Kastenwagen von MB. Boah. Kommen wir gar nicht hinterher. Scroll. Ich lese da gerade schon was in der Zeitung. Oha. Wieso hast du schon die Zeitung? Weiß doch, gut informierte Quellen und so. Also es sollte die Nachbarstadt Halle heißen, dann wird's teuer für dich. So, jetzt müssen wir ja irgendwie noch eine Autobahnabfahrt hinkriegen, ne? Wie wollen wir die denn hier zaubern? Klassiker. Also mit rechtwinklig oder? Ja, würde ich schon sagen. Der Einfachheit halber. So, dann könnten wir ja, um das richtig einfach zu halten, so machen. Auf der anderen Seite vom Ring aus. Das sieht aber hässlich aus. Ring aus? Weil? Ach so, die Schräge meinst du? Ja. Ja, ich hatte die mit
gerade Straße gemacht. Hat man nur sogar mitgekriegt und hat mich nicht mal drauf hingewiesen. Wollte ich. Habe ich ja nichts mehr zum Schreiben. Direkt mit dem Ring, sagst du? Eigentlich ja. So, erstmal Abfahrt. Gerade. Warum? Nicht mehr gerade. Und hier sauber im rechten Winkel drauf. Auch mein Spielereigentum? Ja, danke. Mhm. Alles gut. Kaufen. Gucken wir uns nochmal an, was jetzt Spielereigentum ist. Das Ganze ist Spielereigentum. Ich bin nochmal gespannt, wie das mit der Autobahn wird. Die würde ich auch kaufen an der Stelle, so nah wie es an der Stadt ist. Aber. Das wäre das Eigentumswerkzeug. Das war auch nochmal. Achso, ja. Stimmt. Ist einfacher. Ich erwische immer die da drunter. Denke mir, hä, wieso geht das denn nicht? So, dann haben wir die auch gekauft. Den Ring kaufen wir uns auch? Nö, da soll ja ruhig was dran gebaut werden, oder? Oder möchtest du das bestimmen? Kann ich mir die nicht kaufen. Weil der Brückenpfeiler-Kollision besteht. Wenn ich sie einzeln kaufe, geht das. Ja, klar, weil du sie auch in Stücken gebaut hast. Ja. Ja, einen Ring könnte man theoretisch kaufen. Ja. Und dann entscheiden, wo man die Straßen ranführen. Die Straße, wieder die Straße drunter. Naja, wohl ganz kaufen nicht, aber die Brücke würde ich schon ganz. Kann er hier oben. Ah, bis hierhin sagen. Kann sich ja ruhig bis zum Ring bauen, die Stadt. Du beschwerst dich dann wieder über unnötige Zu- und Auffahrten. Ja, also ich muss ja auch was haben, worüber ich mich aufregen kann. So, jetzt müssen wir die Autobahn weitermachen. Wir wollen ja den Sprit da hinten abkriegen. Ja, ganz wichtig. So, schön willst, du nicht erstmal den, willst du nicht erstmal den Bahnhof platzieren? Den Güterbahnhof? Mhm. Den kriegen wir da eh nicht mehr hin. Der fällt weg. Ich weiß jetzt nicht, wo wir den platzieren sollen. Ich kann es dir wirklich nicht sagen. Ja, dann lass uns eine Autobahnabfahrt da hinten bauen und gut ist. Wahrscheinlich, ja, wenn wir jetzt hier alles abreißen, dann musst du hier wieder anfangen, alles neu zu bauen. Deswegen würde ich jetzt erst gucken, dass wir die Autobahn da hinkriegen. Weil auch hier eine Hauptverbindung ist. Ja, dann kämpf dich doch an die Straße als Endpunkt an. Ich muss eigentlich, also ich wollte jetzt eigentlich weiter bis zum Kraftstoff. Achso, direkt hin. Ja. Aber warte mal, wir können ja vorübergehend. Ehebruch. Schon wieder Ehebruch. Ja. Da mit der Autobahn drunter durch. Genau, da können wir mit der Autobahn drunter durch. Dann gehen wir da erstmal ran. Dann haben wir die Straße hier schon mal über.
Dann gehen wir hier nachher mit dem Kreisverkehr ran. Vorher. Hm. Ja. Würde ich sagen. Ja, dann lass uns mal einen Kreisverkehr basteln. Blenden wir die Autobahn dann an. Dreispurig. 40 ist zu klein. Großes ja. Verkehr von Kreis. Das müsste eigentlich so schon vollkommen reichen erstmal. Wir werden sie noch mal umbauen. Gehe ich einfach mal von aus. Autosave. Gedreht. Wir sind nicht in England. So. Das heißt, jetzt fahren ja auch schon die ersten über die Autobahn. Die freuen sich natürlich gerade. Die Stadt wird jetzt sagen, 60% ist natürlich super. Vorher waren da irgendwie 600, jetzt sind wir schon bei 1350, 60. Steigend, schätze ich mal. Einwohnerzahl sagt auch schon, steigend. Obwohl wir noch nicht mal was gemacht haben. Deswegen war es halt wichtig, dass wir erst den Bahnhof setzen und dann gucken, wie es weitergeht. Aber bevor jetzt hier sich überall die Häuser hinsetzen. Haben wir noch gerade schnell die Treppe. Würde ich auch sagen, nehmen wir uns noch die ein oder andere Treppe mit. Auf der anderen Seite brauchst du eine, weil da soll ja ein Zub hin. Genau. Oh, das passt sogar super hier rein, ne? Mhm, da kannst du jetzt mehr Spur zupfen. Auch mit zupfen. Der Busspur hier oder so. Ja, kannst du jetzt mehr Spur zupfen machen. Soll ich gleich reinzaubern? Cool, oder? Alter. Cool. Aber wir wollten noch die Ölgeschichte jetzt machen. Ja, aber Platz sichern. Ja. Ja, aber. Ja. Elektrifiziert beidseitig. Hundert? Achtzig, ja, passt besser. Dachte ich mir auch schon. Kann man nämlich vielleicht noch was mit der Straße hier hinten anstellen. Die böse Straße. Das Ausfahrt hinten dann. Genau. Was habe ich denn hier vorne genommen? Ach doch, Stadtstraße. Ich wollte gerade sagen, was habe ich denn gemacht? So, passt. Ja, das ist okay. Könnte dann überlegen, halt auch noch hier hoch zu. Alter Schwede. Sieht ja auch noch mal was aus. Grausam. Mhm. Man könnte hier sogar noch einen zweiten Zopf hinsetzen. Ja, oder den erweitern. Oder den erweitern. Konfigurieren. Passagiere. 1, 2, 3. Hier. Das ist zu groß. Aber wir brauchen jetzt noch gar nicht. Doch, wir müssen schon. Platz sichern. Genau. Warte, dann schon mal gleich Wartehäuschen sitzen.
das mal an. Also wenn das mal nicht Maßarbeit ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Mhm. War das mit Skill? Skill ist, wenn Lack zur Gewohnheit wird. Genau. Vergessen da. Weißt du, so schön im Englischen abdauen. So verlassen. So. Also, jetzt auf der einen Seite ein Ladeterminal, auf der anderen Seite ein Ladeterminal. Ja? Genau. Also, wir könnten auch einen in der Mitte setzen, aber es bringt überhaupt nichts. Nee. Waren wollen befördert werden. Genau, die Waren müssen. Wir müssen von hier darüber fahren. Und wenn wir beides anschließen, bringt das auch nichts. Es ist so, wie es ist. So, da brauchen wir. Ja, können wir auch so machen. Wir müssen ja anliefern und abholen. Mhm. Wir haben ja zwei Linien, also im Prinzip die von rechts dann das solche anliefert und die den Sprit wieder mitnimmt. Ja, anliefert können wir eventuell sogar wieder. Ja, stimmt auch wieder. Wobei, da können wir ja eine einzelne Bahn außen noch machen. Das stimmt, ja. Wo wir eine eigene Zufahrt machen. Könnten wir sogar so ransetzen, dass wir hier die äußerste, die linke Spur nehmen. Von hier aus gesehen. Von links. Ja, ist sogar richtig rum. Ist gebaut. So, jetzt brauchen wir hier drüben auch noch so einen Kram. Halbe Größe. Und eine gerade Straße ranzaubern, oder? Dass du dich andocken kannst. Wollte mich ans Terminal, also an den Dings direkt andocken. So. Dann Straße. Berner Straße bis vorne hin, oder? Hast du eigentlich gerade gesehen, dass ich hier die Anschlussstraße hier von dem Terminal gewechselt habe? War voll professionell. Ja, auf Landstraße habe ich gesehen. Wahnsinn, oder? Mhm. Manchmal klappt das. Versäglichen Strom draufgelegt, sehr schön. So. Können wir den Kram hier nämlich gleich wieder wegreißen. Ich weiß, wir kriegen unser Geld nicht wieder, was wir da reingepumpt haben, aber ist ja mal nicht schlecht, ne? Ich versuche nochmal schnell alle der Hölle zu entkommen, dass sie weggerissen werden. Aber es reicht manchmal nicht. Gerade bitte. Genau so.
erstmal mit ran. Dann haben wir hier nochmal die 10 Meter mit Elektro. Drücken die hier mit ran. Dann haben wir die übrig. Und die kleine Muggelstraße hier auch. Also müssen wir nur noch gucken, wie wir die hier sauber hinkriegen. Eine kleiner Bogen oder? Und direkt von vorne hin gerade. Ganz gerne. Auto. Jo. Dass wir hier ein Stück rausgerissen kriegen. Autosave. Autosave ist immer so einnehmend. Und jetzt sauber anschließen an die Straße direkt. Ja. Genau. Genau, und dann reißen wir den Rest wieder hier weg. Und haben einen sauberen Straßenanschluss. Den wir durchaus auch nochmal fortsetzen können bis zur Kreuzung. Wenn du kein Feld tötest, ja. Ja, habe ich Glück gehabt. Habe ich gar nicht drauf geachtet. So, das heißt, wir haben jetzt hier einen Anschluss, Leipzig Ost und unter Leipzig. Also Leipzig Raffinerie, Leipzig Spritfabrik. Genau. Ja, du kannst das Ding ja auch Buna nennen. Was? Buna. Buna? Buna, so hieß der künstliche Sprit. Okay, Buna. So, das heißt, wir haben jetzt einen Autobahnanschluss, der durchaus sogar schon genutzt wird. Was ja schon schön. Wo fährt der denn? Ach so, wir fahren ja auch hinten weiter. Ja, die möchten ja jetzt auch in die nächste Stadt noch. Die haben jetzt ja alles. Also Autobahnen werden genutzt. Wenn ihr sie baut, baut sie geschickt und baut so, dass sie die anderen Wege nicht mehr unbedingt nutzen können. Na. Ach stimmt, wir haben die hier oben rüberfahren wegen dem Personen, wegen dem Dingszug. Ja. Ah, oh, guck mal. So, Aschaffenburg und Co. Läuft eigentlich ganz gut. So, wir sind bei 43 Minuten Linienlänge. Mhm. Folgenlänge natürlich. Wir haben die Autobahn fertig, was ja schon mal ein sehr gutes. Ach, da vorne den Kreisverkehr in Stadtstraße. Müssen wir noch ändern. Wollten wir. War denn das? Zeit haben wir fortlaufen lassen. 1,4 Milliarden, aber die brauchen wir auch. Wir werden noch so viel bauen müssen. Boah, in dieser Aufnahmesession bis jetzt hast du wohl 3 Milliarden gemacht. Plus zusätzlich die Ausgaben, die du noch getätigt 300 hast. 300 Millionen bitte. Ja, okay. Die Aufforstung bitte nicht vergessen, der ehemaligen Baustraße rechts. Wenn du schon mal dabei bist. Jo, geht los. Aufgeforstet. Ja, nicht, dass wieder böse Kommentare kommen hier. Nein, das wollen wir ja nicht. Wir wollen immer nur liebe Kommentare. Nein, durchaus Kritik ist in Ordnung, aber konstruktiv, aber dann haltet ihr euch auch dran, das finde ich schon ganz gut so. Also ich bin sehr zufrieden, ich habe nichts zu meckern. Gut, das heißt beim nächsten Mal machen wir dann die Linien. Nächste Folge. Ja. Würde ich sagen. Dann geht's los mit Sprit. Dann haben wir uns die Spriterei gesaved. Wer das jetzt erkannt hat, was er gemalt hat, kann das ja mal in die Kommentare schreiben. Wer es nicht erkannt hat, weiß ich auch nicht weiter.
Dann spult zurück, wenn ihr es nicht erkannt habt. Ja, wir haben viel zu tun, wir haben viel anzuschließen, umzubauen und zu transportieren vor allen Dingen. Wir wollen hier unten die eine Ölraffinerie, die eine Ölquelle ist ja weg. Das heißt, die schließen wir noch an hier oben. Da kommen wir mit LKWs hin. Von hier unten fahren wir hier oben hin mit den LKWs und gucken natürlich währenddessen, dass wir die Spritversorgung sicherstellen. Wir haben ja auch hier unten noch eine Ölquelle und was natürlich noch richtig schwer wird, wir haben hier hinten in Ottenhöfen 3 Ölquellen. Ne? Mhm. Es ist dieses Alter Schwede, wie groß ist halt dann? Wächst noch weiter. Ja, die haben ja jetzt noch mehr Ziele mit Leipzig. Oder der Autobahn. Alter Schwede, 100% nur durch Verkehrsanbindung. Man glaubt das kaum. Okay, ja, machen wir nochmal eine kurze Volkszählung. Wurde gerade nochmal angesprochen. 2550. Also das stimmt ja nicht überein, die haben wir gerade drauf geklickt. 2307. Achso, das ist so ein Mittelwert. Guck mal, wir haben voll viele Einkaufs- und Arbeitsmöglichkeiten, aber Bewohner wenig. Mhm. Wenn wir jetzt Kantopolis nehmen, ist auch ein Mittelwert. Ich habe mehr Einwohner und mehr Arbeitsplätze als Einkaufsmöglichkeiten. In Aschaffenburg, nahezu ausgeglichen. Erfurt, sehr nah ausgeglichen. Ottenhöfen ist auch ganz ausgeglichen. Leipzig ist gleich schon eher auf dem ersten aufsteigenden Platz. Ja, schon 70%. Hey. Schon 70%, stimmt. Mhm. Also noch der gute Geräuschpegel. Es fährt ja noch kein Zug und kein Bus und keine Straßenbahn. Ja, Emissionen sind jetzt schon bei minus 10. Ja gut, aber guck mal bei uns. Aber wo sind die Emissionen? Also wir müssten eigentlich schon wieder ausmachen, aber ja, ja gut, wir müssen von hier natürlich noch den Autobahnanschluss haben irgendwann, ne? Weil hier natürlich der Verkehr noch durchläuft durch die Stadt. Ja, das heißt, da muss die Autobahn noch Richtung Hemmelsen und dann können wir die da auch noch ableiten. Ja, aber eigentlich müssten sie ja den Ring nehmen. Vielleicht sollten wir die Zufahrtsstraße nochmal abklemmen. Ja, oder eine Busspur draus machen, komplett. Auch? Noch eine Busspur, sagst du? Ja. Werkzeug, Busspur, vorne bis hinten, fertig. Das heißt, jetzt müssten die alle über den Ring fahren. Das ist die einzige Möglichkeit, in die Stadt reinzukommen. Wieso fahren die denn? Achso, weil wir gerade die Busspur gemacht haben. Weil jetzt müssten sie alle über den Ring und dann auf die Autobahn. Ja, weil es natürlich jetzt der Anschluss ist von hier oben, von Hemmelsen und auch Ebruch und einem Hof. Gehen natürlich alle hier unten durch Leipzig auf die Autobahn. Ja, das müssen wir halt noch optimieren, indem wir die Autobahn verlängern und dann einen Autobahnanschluss machen. Das wird ihr in Hemmelsen auch noch erhebliche Schwierigkeiten bringen. Aber ist dann halt so. Gucken wir nochmal nach. Wird ja nachher auch eine Autobahn geben. Aber bis es soweit ist, dauert noch ein bisschen. Na. Ich würde jetzt gerne noch so viel weitermachen, aber es bringt alles nichts. Noch längere Folgen guckt ihr euch. Also, ne? Macht keinen Sinn. Deswegen machen wir an dem Punkt jetzt hier Ende dieser Folge. Das heißt, wir machen in der nächsten Folge die Stationen an den Abholquellen, also an den Ölquellen, sehen wir zu, dass wir die abholen, die Sachen, und dann schön alles nach oben karren, damit wir da richtig produzieren und ja, wir können sie auch noch ausbauen. Das heißt, wir können noch weitere Bohrlöcher machen oder halt weitere Quellen anschließen. Aber das gucken wir uns dann an, wenn es soweit ist. In einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante zockt. Schönen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Kante mit dem Manu. Tschüss.